Fraktion Carina Konrad. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wurde mehrfach von der Opposition gefordert, Sie wollen ein gutes Gesetz. Das haben wir Freie Demokraten auch gefordert. Wir wollen ein vernünftiges Gesetz. Sie wollen ein fachlich ordentliches Gesetz. Und meine Damen und Herren, genau daran arbeiten wir jetzt, dass es ein ordentliches Gesetz wird, ein fachlich vernünftiges Gesetz und ein gutes Gesetz. Das bekommen Sie. Wir stellen dieses Gesetz jetzt vom Kopf auf die Füße, da, wo es hingehört. Und Herr Frey und Herr Spahn, man kann Verfahren kritisieren. Und man kann die Kritik am Verfahren als Opposition in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Aber die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die ich in den letzten Wochen erlebt habe, die interessieren sich nicht dafür, wie die Opposition dazu in der Lage ist, mit Verfahren umzugehen. Die erwarten zu Recht, dass wir diese Probleme lösen, die kommunikativ und auch durch Dinge entstanden sind, die wir nicht mehr rückgängig machen müssen können. Und diese Probleme lösen wir jetzt. Und die Bürger erwarten zu Recht ein Gesetz, das ökologisch ist, das ökonomisch machbar ist, das sozial ausgewogen ist und das vor allen Dingen diese Anforderungen jetzt auch in einen Guss bringt und diese schwierigen Abwägungsfragen miteinander auswägt. Und wenn es um den Klimaschutz geht, ist das kein Thema, was man einfach von der Hand wischen kann. Ich bin Landwirtin und erlebe seit Jahren, was für konkrete finanzielle Auswirkungen der Klimaschutz hat, wenn wir ihn nicht betreiben auf dem Acker. Und deshalb müssen wir das machen und deshalb tun wir das in dem Heizungsgesetz so, dass keine Diskriminierung zwischen Heizungsarten stattfindet, die man alle verwenden kann in Zukunft. Es wird keine Diskriminierung geben. Und der nachhaltige Umgang und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wald ist selbstverständlich im Mittelpunkt auch unserer Debatte gewesen. Deshalb werden Holz und Pellets auch weiterhin nutzbar sein. Und Sie haben gefragt, was bedeutet das denn, Fehlanreize zu vermeiden? Das bedeutet, dass wir nicht wollen, was Sie, glaube ich, auch nicht wollen, liebe Union, dass in Massen Holzimporte aus dem Ausland zu uns kommen, weil wir falsche Anreize setzen. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen, dass unser Holz vernünftig weiter verheizt werden kann, so wie es schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten getan wird. Und das ist auch richtig so. Frau Konrad, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion vom Kollegen? Ich glaube, die CDU hatte heute genug Redezeit. Danke. Nein. Wir machen ein Gesetz, das auch physikalisch machbar ist. Und physikalisch machbar machen wir dieses Gesetz dadurch, dass wir es ganz eng mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnen werden. Das bedeutet, dass wir Zeithorizonte kriegen, in denen die Bürgerinnen und Bürger sich auch darauf einstellen können und mit der Materie auseinandersetzen können. Und das bedeutet auch, ein Gesetz wirtschaftlich vernünftig zu machen. Und dafür wird es natürlich Förderungen geben. Und dafür wird es natürlich auch die Unterstützung geben für diejenigen, die auch bis in die Mitte in unserer Gesellschaft hinein nicht dazu in der Lage sind, einfach mal so eine neue Heizung zu kaufen, weil das auch eine Investition ist. Und deshalb wird die Modernisierungsumlage, weil es angesprochen wurde, auch bei 8% bleiben. Aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das auflösen kann, und das werden wir im weiteren Verfahren konkretisieren, wie man auch Vermieter dazu bringt, Investitionen in Heizungen zu tätigen, dabei eine Förderung in Anspruch zu nehmen, weil das natürlich nachher die Gesamtumlage auf die Mieter senkt. Und das wollen wir erreichen. Und das werden wir durch diese weitere Modernisierungsumlage erreichen, wenn wir sie vernünftig ausgestalten. Und darüber diskutieren wir. Und, meine Damen und Herren, es gab viel Kritik an diesem Verfahren in den letzten Wochen, auch von uns Freien Demokraten. Und deshalb haben wir uns unserer demokratischen Aufgabe gestellt und Lösungen gesucht. Und ich danke auch den Koalitionspartnern für die intensiven Gespräche, die wir in den letzten Wochen miteinander geführt haben. Und ich freue mich, dass es viel Lob gab von vielen Verbänden, die ausdrücklich in dieser Woche es auch anerkannt haben, dass wir diese Leistung vollbracht haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, um dieses Gesetz jetzt auch in den nächsten Wochen im parlamentarischen Verfahren zu einem sehr guten Gesetz zu machen, zu einem vernünftigen Gesetz zu machen und zu einem Gesetz, das fachlich so ordentlich ist, dass es die Menschen nicht überlastet und ihr Eigentum schützt und dass die Schornsteinfeger ihr Lob an unseren Leitplanken geäußert haben. Das hat mich ganz besonders gefreut,
gefreut. Das bringt vielleicht auch ein bisschen Glück für die zukünftigen Beratungen, auch mit der Opposition, gerade mit der CDU. Das würde mich freuen. Bevor ich den